Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's, die Avalonia, und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar habe ich ja vor längerer Zeit ein tolles Goodie-Album von der lieben Vivian bekommen. Und es wird ja mal Zeit, dass die Vivian dann auch mal mein Antwort-Tausch-Goodie-Album bekommt. Ich muss mal hier eben das Fenster zu machen und jetzt natürlich gerade den Laubbläser anwerfen, wenn ich hier anfange zu filmen. Ja, das ist dann mein gutes Werk. Die Vivian steht ja auf Kawaii und ja, da dachte ich mir, ich mache ihr auch ein Kawaii-Goodie-Album. Es ist sehr proper voll geworden. Ja, oh, es geht nicht mehr zu. Aber egal, wenn sie die Sachen rausgenommen hat, kann sie das noch super als Fotoalbum verwenden. Ja, das habe ich extra so gemacht. Das Thema ist natürlich Cupcakes und ich habe... Weil ich mir dachte, ich muss auch noch mal was anderes machen, habe ich große Cupcakes gemacht. Ich habe mir dazu eine Schablone gemacht. Dafür werde ich euch die Vorlage auch in die Infobox verlinken. Ich muss nur noch schauen, wie ich das mache, ob ich das irgendwo als Foto hochlade oder wie ich das mache, das weiß ich noch nicht genau. Falls das nicht gehen sollte, werde ich das so machen, dass ihr mir eine Mail schicken könnt und ich schicke euch das dann als PDF-Datei. Ja, das werde ich aber unten in der Infobox dann noch genauer beschreiben. Ja, an der Seite hier habe ich, ich werde euch das jetzt mal hier abmachen, das ist nur mit einer Büroklammer festgemacht, weil ich nicht weiß, ob sie das dann noch verwenden möchte, habe ich einmal hier einen süßen kleinen Cupcake gemacht. Der ist aus einer Blume, aus einer Papierblume, ein bisschen Schleifenband. Hier innen drin ist ein Pompon, ja, und obendrauf ist mit Pfeifenreinigern so ein... Ja, die Sahne quasi gestaltet worden und dann habe ich noch diese Blümchen und Pärchen draufgeklebt und das Ganze mit einem Band versehen, um das aufhängen zu können. Das ist super einfach und ist total süß. Ja, und ja, sieht total hübsch aus. Dann habe ich mich ja anstecken lassen von der lieben Katrin vom Kanal Nebeglück. Nebeglück? Ich glaube Nebeglück. Oh Gott. Ja, ich und Namen. Ja, die hat diese Chunky Charms gezeigt und zeigt sie auch immer noch, immer wieder. Und ich, wer mich kennt, wer mich jetzt schon länger kennt, der weiß, ich hasse Perlen. Also nicht, weil sie nicht schön sind oder so, ne, sondern ich mag es einfach nicht, damit zu basteln. Ja, jetzt hat sie mich ja natürlich tatsächlich dazu gekriegt, dass ich mit Perlen angefangen habe zu basteln. Was muss ich sagen, es hat sogar Spaß gemacht. Oh mein Gott, ja. Es hat Spaß gemacht. Es wird aber nicht zu meinem Hobby. Also ich habe einige Chunky Charms jetzt gemacht, weil ich die verschenken möchte und weil die einfach an die Goodie-Alben super schön aussehen. Und auch am Fotoalbum für die Kleine habe ich eins gemacht. Ja, das wollte ich euch jetzt zeigen. Genau. Huch, jetzt habe ich den Cupcake natürlich rumgeworfen. Ja. Aber es wird nicht mein Hobby werden. Also ich werde auch diese Box, was da noch übrig ist an Perlen und sowas, die werde ich wahrscheinlich... wieder verkaufen, weil ich kann nicht immer alles aufheben. Ich fummel das später wieder dran. So, ja, und das ist dann mein Album. Ich habe hier noch ein bisschen Spitze dran geklebt und Pompoms unten. Das muss alles ein bisschen viel sein. Und ein Glitzerband. Hier habe ich mit Kreppband gearbeitet. Also ich habe einfach Krepppapier in einen Streifen geschnitten und dann so eingeschnitten, damit das hier so ein bisschen rumfusselt. Das ist ein Reliefsticker. Und das ist so ein Perlen, ja, so ein Perlenstrang. Selbst Sticker da aus dem, ich meine aus dem Kick. Das sind noch Blumen aus dem Action. Da bin ich super happy, dass ich mir dieses Set gekauft habe. Ich habe das eigentlich wegen den weißen Blümchen gekauft, die ich für ein Hochzeitsalbum brauchte. Und dachte mir, boah, die blauen, die brauchst du nie im Leben. Ja, jetzt habe ich die blauen doch überall verwendet. Also das werdet ihr dann noch mehr sehen von. Hier sind auch nochmal welche. Das ist ein Herzchen-Doily. Das habe ich in dem Set von so einem Backwarenhersteller bekommen. Und hier sind die Pärchen dann nochmal einzeln aufgeklebt. Diese süße Schleife habe ich auch aus dem Schleifenband einfach selber gemacht. Ja, und das ist ein großer Cupcake halt, angelehnt, hupsala, angelehnt an meinen Mini-Cupcakes, auch mit diesen süßen Augen und so. Ja, dann machen wir das Ganze mal auf. Da habe ich hier einen auf der ersten Seite, also auf der Umschlagseite, einen großen Briefumschlag rein, dran geklebt. Boah, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so wackel, ne? Ich muss immer nebenbei nach der Kleinen gucken, dass die hier nicht irgendwie... Ja, den kann man aufmachen. Dahinter ist ausnahmsweise mal, doch, da ist auch ein Fach. Ich könnte da jetzt theoretisch noch was dahinter stecken, aber das wird nicht mehr passen, weil der Briefumschlag ist schon sehr voll. Den habe ich mit einem Kletti versehen. Ja, und da habe ich natürlich einmal eine Packung von meinen Mini-Cupcakes reingetan.
Ja, die sind in sehr schönen Pastelltönen gehalten. Die finde ich auch super, super süß. Ich habe hier sehr viele Teile verwendet, die ich lange, lange in meinem, ja, in meinem Papier, also in meiner Bastelsammlung hatte. Ihr kennt das ja sicher als Bastler. Man hortet und hortet und hortet und, oh nein, und das verwende ich nicht und nein, und das hebe ich auf. Ja, aber nach 10 Jahren oder so, ne? Ich meine, wie lange will man die Sachen aufheben? Habe ich jetzt endlich mal meine ganzen Embellishment-Boxen rausgeholt, die ich seit Jahren, ja, gehütet habe und habe alles Mögliche da raus verbastelt. Das seht ihr in einem extra Video von mir, wo ich alleine nur für die Cupcakes ein Video gemacht habe. Ja, das kommt hier wieder rein. Dann habe ich noch eine süße kleine Karte gemacht mit einem Stempelset vom Action. Diese Schleife hier, die seht ihr noch ganz oft bei meinen Cupcakes obendrauf. Die habe ich immer einzeln gestempelt einfach. Also dann einfach gestempelt und ausgeschnitten. Die kann man ja nicht einzeln stempeln, weil ich die einfach super süß fand. Ja, und dann einfach noch dieses Wort Hello. Ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Stempelset ist oder in einem anderen. Das weiß ich nicht. Ich habe einfach aus allen so verschiedene Sachen gestempelt. Hier ist ein Cupcake-Liner dahinter geklebt. Einfach wieder umrandet. Ja, ganz simpel. Ganz einfache weiße Karte. Da schreibe ich dann noch was rein. Ja, Mäuschen. Magst du nicht mehr alleine sein? Ja, ich versuche sie mal rüber zu holen. Ja, die will immer bei meinen Videos mitgucken. Die findet das wahrscheinlich irgendwie total spannend. Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin. Ja, hier drüben habe ich diesen Wimpel hier verwendet. Das ist aus einem Wimpelset, aber ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo ich das gekauft habe. Ich fand das einfach total schön mit dieser Spitzenart. Ja, habe ich hier so draufgeklebt als kleine Lasche. Kann man später vielleicht auch ein Foto draufkleben oder je nachdem, wie man das möchte, das kann man hochklappen. Ja, und dahinter sind ganz viele Goodies versteckt. Ich werde euch die jetzt nicht alle im Einzelnen rausnehmen. Aber ein bisschen erklären kann ich das schon. Also hier habe ich zum Beispiel so Holzteile, auch zum Thema Cupcakes natürlich, ne? Ja, auf so eine Karte geklebt und Doily dahinter. Fand ich alles sehr passend. Das sind hier so Sticks, die man in den Cupcakes so reinsteckt oben als Deko. Dann habe ich hier noch einen Bingo-Block. Ja, den habe ich mal irgendwo im Spielwarenhandel bekommen. Das sind diese Eistickets aus dem Tiger. Hier ist noch so ein Teil, was man in die Cupcakes steckt. Und dahinter ist ein kleiner Briefumschlag selbst gemacht. Und hier sind diese Cupcake-Liner, die ich für die Karten verwendet habe. Und ein kleiner Rosenblütenpick. Genau, ich stecke das hier wieder dahinter. Dieses süße kleine Büroklammerchen habe ich gehäkelt. Ja, werde ich aber auch nicht so viele machen. Das ist ganz schön aufwendig, so diese kleinen Teile. Und ja, mit Häkelsachen, das hält immer nicht ganz so gut. Aber der sieht mega süß aus. Ja, also das sind quasi habe ich, um das jetzt mal zu erklären, dieses Album basiert einfach nur auf A5 Briefumschlägen, die ich gefaltet habe, so einmal hochgefaltet habe und wo ich dann einfach noch so Taschen drauf geklebt habe und habe die hier an dieser 1 cm Bindung vom Tienchen einfach angeklebt in dieses Album. Also das war total super. Ja, werde ich vielleicht noch eine Anleitung zu machen, weiß ich aber noch nicht. Je nachdem, wie ich dazu komme. Also ich bin ja mit Tutorials immer, naja. Dauert bei mir immer. Dann habe ich hier so kleine Umschläge mit dem Envelope Punchboard gemacht, habe allerdings die Ecken ein bisschen größer abgerundet, weil ich das ein bisschen schöner finde. Habe hier noch so kleine Embellishments gemacht, wo ich ausnahmsweise kein Gesicht drauf geklebt habe. Das kann die liebe Vivian sich dann vielleicht selber noch machen. Ja, habe ich einfach nur aus Cardstock so Eis gemacht. Hier habe ich noch ein gehäkeltes Doily von mir dahinter geklebt. Die sind auch, glaube ich, in allen Briefumschlägen drin, diese Doilies in Pink und Weiß. Ja, dann habe ich hier noch so ein Cupcake gemacht wieder, ein Groß. Ja, da habe ich auch wieder, das ist eine Papierblume unten drunter und obendrauf, ich meine, die gibt es im Kick, diese Blümchen. Da muss ich mich auch nochmal eindecken. Oh, die sind so schön. Die sind für die kleinen Cupcakes, sind die zu groß. Also die passen da einfach nicht drauf. Aber auf diesen großen sehen die total super aus. Und wie gesagt, die Vorlage für die großen Cupcakes bekommt ihr bei mir. Ja, hier drüben habe ich dann nochmal so einen Wimpel, den ich eigentlich für so ein Halloween-Album gekauft habe. Da waren ja noch ganz viele drin. Habe ich hier einfach so drauf gemacht. Den kann sie sich dann noch selber verzieren und verwenden. Dachte ich, das ist vielleicht ganz gut. Ja, dann habe ich hier wieder noch eine Klappe. Jetzt ist kein Platz mehr auf meinem Tisch. Hier muss ich mal ein bisschen rübersteigen. Genau, hier ist noch eine Klappe dran. Ja, wo ich auch wieder, da habe ich ein Briefpapier hinten reingemacht von einem
Einhorn, ein Einhornbriefpapier und hier wieder so ein Pick da dran. Und hier ist wieder ein, ups, ein Cupcake. Ja, mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwierig. Da sind auch wieder Blüten von diesem Action-Set, was ich euch erzählt hatte. Ja, ich bin so mega froh. Also ich muss da unbedingt noch mehr erholen. Ich hoffe, die gibt es noch mal wieder zu kaufen, weil oh, das war so super. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die so verwende, weil ich bin immer so, ich kaufe immer so viel im Action und dann am Ende, ach, dann stapelt sich das auf, man hebt wieder alles auf und ja. Aber da habe ich echt mal, das komplette Set habe ich leer gemacht. Wahnsinn. Ja, dann habe ich hier noch so Perlensticker. Ganz kleine Mini-Perlen. Also die kann man auch schön auf kleine Mini-Blümchen draufkleben. Wieder eins von meinen Mini-Cupcake-Set. Oh, ich liebe diese Teile, Leute. Ich könnte die echt nur noch machen. Also, wenn es was gibt, bei mir ist immer so, ich mache alles einmal, ne? Und dann nie wieder. Aber diese Teile, ich kann nicht aufhören, ne? Ich bin voll süchtig nach den Dingern. Ja, dann habe ich hier noch einen Epoxy-Stickerbogen von der Firma Sai mit reingepackt. Hier habe ich aus Pfeifenreinigern so kleine Picks gemacht. Oh, ich kriege die gar nicht raus. So kleine Picks an Zahnstochern dran geklebt, so kleine Herzchen. Die kann man dann auch in so Cupcakes reinpacken. Und hier auch nochmal aus Pfeifenreinigern, also so ein Wort geschrieben. Da kann man auch Namen draus machen und so. Die kann man alle formen. Das ist wirklich super, um mal diese Pfeifenreiniger zu verwenden. Einige haben die auch ja schon seit Jahren rumliegen, weil man so irgendwie nichts draus macht. Aber dafür sind die richtig schön. Ihr könnt es als Geschenkanhänger machen und so. Also richtig toll. Hier ist Spitze dahinter geklebt. Dann habe ich hier diese Cupcakes ausgeschnitten aus einer Zeitung. und das ist auch ein kleiner Doily zerschnitten. Ja, genau. Dann klappen wir das um. Und die nächste Seite. Jetzt wird es langsam schwierig, das in die Kamera reinzukriegen. Hier habe ich auch wieder so einen kleinen Rosenpick gemacht. Habe ihr noch Doilies einige eingepackt, weil ich die kleinen total süß finde und die gibt es auch nicht immer überall zu kaufen. Hier habe ich noch aus kleinen Karten, da gibt es so kleine Kartensets im Action, die habe ich einfach zu so einem Embellishment zusammengeklebt. Dann ist hier noch einfach nur ein Papier zu einer Karte gefaltet vom Action und hier ist noch ein Stempel und Embossing, nein, nicht Embossing-Set, ein Schneideset für diese Blümchen. Finde ich so hübsch, also das ist wirklich ein wunderschönes Set. Ja, ist meines Erachtens auch aus dem Action. Ach ja, und hier oben ist noch ein, den habe ich ganz vergessen. Da ist noch ein kleiner, ja, so eine Klammer. Da habe ich aus einem Doily eine Blume gemacht und einen Glitzerstein dran geklebt an eine Klammer. Ja, genau. Das hält hier so ein bisschen die Stickerbögen fest. Ja, so, wieder rum. Dann die nächste Seite. Da ist hier unten noch ein Briefumschlag, da sind noch Sticker drin, so Cupcake-Sticker, was zum Naschen. dann ist hier so ein Draht, so eine Drahtblume, die man auch noch schön zum Dekorieren für was verwenden kann. Hier ist nochmal ein Briefumschlag. Dann ist hier so eine so ein Pappteil als Krone, kann man auch noch zum Dekorieren nehmen. Und dann habe ich hier noch so Text gemacht. Ja, hier oben ist so ein süßer, so eine süße Apfelklammer. Die fand ich so süß. Ja, passt da einfach super zu diesen Kawaii-Sachen dazu. Ja, Mäuschen. So. Die Anna hat keinen Bock mehr. So, aber es ist nur noch eine Seite. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt noch so gut seht. Ja, hier sind auch nochmal Briefumschläge aufgeklebt. So kleine, ne? Die ich da mit dem Punchboard gemacht habe. Und dann habe ich hier nochmal Cupcakes reingepackt. Einmal diesen schwarz-weißen. Die sind so süß. Diese Blume habe ich auch mit einem Blütenstanzer gemacht. Ja, und wieder ein gehäkeltes Doily da reingepackt. Und hier ist auch nochmal ein Cupcake, auch mit so einer selbstgemachten Blüte aus einem Blütenstanzer. Ja, und auch wieder ein gehäkeltes Doily. Ja, die Stanzer werde ich euch auch alle verlinken, damit ihr da vielleicht, wenn ihr wollt, das nachmachen könnt. Ja, Mäuschen. Guck mal hier. Ups. Ja, und das ist dann auch schon zu Ende. Ich habe hier jetzt hinten nichts mehr drauf gemacht, weil das Album sonst gar nicht mehr zugegangen wäre. Also es geht ja auch so schon nicht zu, aber ich wollte es jetzt nicht so, dass es gleich so aufplatzt. Hier hinten ist noch mein Logo drauf. Ja, das Papier ist alles vom Action. Das komplette Set ist von dieser Magical oder so Serie. Also diese, wo diese tollen Farbverlauf-Papiere drin sind. Also das ganze Album ist mit diesen Papieren gemacht. Ja, und ich hoffe, die liebe Vivian, die bekommt natürlich auch noch ein paar andere Kleinteile dazu. Aber das ist auf jeden Fall das Goodie-Album. Ich hoffe, die Vivian wird sich darüber freuen. Ja, ich liebe dieses Album. Es ist so schön geworden.
Ich hoffe, ich habe auch Bock, nochmal ein zweites zu machen, aber ihr wisst ja, wie das bei mir ist, ne? Ich und Sachen nochmal machen, außer Cupcakes halt, ne? Ja, aber ja, es war relativ einfach. Vielleicht, wenn ich noch eins mache, werde ich das dann auch als Video mit hochladen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ja, bleibt schön Cupcake-süchtig. Bis bald. Ciao, ciao.